habe schon viel gemacht in meinem Leben, aber Faustball habe ich noch nie gespielt. Und die drei Jungs von den Tigers Vöckler Buck werden wir heute hoffentlich ein bisschen unter die Arme greifen. Also, let's go! Hey Burschen, grüß euch! Servus, Sumi! Servus! 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 So, ich als Steirerbur habe mit Faustball noch nichts am Hut gehabt soweit. Und ich weiß, dass in Oberösterreich Faustball recht groß ist. Ich glaube, könnt ihr mir als Steirer das Faustball beibringen? Also ich glaube, dass das kein Problem ist, da werden wir dir heute einiges zeigen, aber bevor es losgeht, muss noch richtig adjustiert werden. Wie angegossen, wie für mich gemacht? Ja, muss sagen, das schaut schon ziemlich gut aus, das Ganze. Du machst eine richtig gute Figur. Schauen wir, ob das am Faustballplatz dann auch so ausschaut. Das werden wir dann sehen, aber fangen wir gleich mit der Wuchtel an oder mal wieder aufwärmen? Nein, jetzt laufen wir uns einmal wegen ein paar Schwungübungen, Kräftigung, weil sonst tut sich noch wer weh wahrscheinlich. Also bevor ich mich jetzt komplett zum Todeln mache, erklären wir zuerst einmal, wie spielt man Faust? Spielt man es mit der Faust oder wie? Sag's mir bitte. Ja, grundsätzlich werden wir von unten spielen, weil es gibt zwei Bewegungen, probieren wir, dass wir den Ball auf dem Unterarm spielen. Ja, also nicht auf der Faust vorne, sondern da am besten, da wo du am meisten Gefühl hast. Ja. Und wir probieren, dass wir uns gut bewegen in die Füße, schön aus die Füße rausspielen und wenig mit dem Arm machen. Ja, Sumi, das schaut ja schon ziemlich vielversprechend aus, das Ganze. Hat sich ja gut angefühlt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr im Wettkampf oder beim Match in dem Tempo spielt. Also da gibt es sicher andere Geschwindigkeiten, oder? Da kommen wir uns ein bisschen anders daher, das zeigen wir dir jetzt am besten einfach einmal. So sollte das Ganze dann ausschauen. Gut. Nochmal. Jetzt ist der Summi dran. Ja, drei mal auf, ich sag dir. Was ist mit dem? Ja. Ja. Ja, Burschen, eure Maschine hat mich jetzt ziemlich vernichtet. Können wir jetzt eigentlich ein Match spielen oder müssen wir noch was tun vorher? Nein, bevor wir jetzt zum Match spielen kommen, müssen wir nur die Schütte aufwärmen fürs Schlagen und dann geht's los. Bad. So, nachdem ich jetzt ja weiß, wie man Faust bespielt, werden die Jungs jetzt mit mir einen Spielzug machen und dann werde ich mit kräftig abschlagen da vorne am Netz. So geht das! So geht das! Ja, so wie das war schön und gut, aber jetzt zeigen wir das, wie das richtig ausschaut, okay? Gut, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das schneller geht und fester geht, aber oh mein Gott, ich lasse mich eines Besseren belehren. Es geht härter, es geht schneller, aber das sind die Profis. Hey Burschen, Weltklasse! Danke fürs Mittun, bitte. Danke für die Tipps. Danke fürs Geben, freut uns. Und ich wünsche euch alles Gute und ja, gute Saison. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.